Erstens richtig lang mal. Achtung, Kleber. Nee, was? Ich gucke immer. Hä? Mal. Thank you.
So, wir befinden uns jetzt hier auf der Levada da Serra, von Santo de Serra aus. Ist schon schick, ja? Sehr neu gemacht anscheinend. Und Tefe fühlt sich mit seinem Roller richtig cool, ja? Na Tefe, läuft das gut mit dem Roller? Ja. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Weg vom Picorivo Camp runter zum Berggasthof Casa Ruivo. Und nachdem wir gestern wirklich auf dem PA1 vom Pico Arairo hierher zum Casa Ruivo echt nur Mistwetter hatten, es war dann echt regnerisch, windig und niemals endende Treppen und Leitern, sind wir heute hier wirklich belohnt worden beim Aufstehen über den Wolken. Und es ist warm, ein leichter Wind. Und heute soll es eben halt in Richtung Osten, in Richtung Westen weitergehen. Zum Pico Insumieta. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Frau und Kind liegen noch im Zelt. Die genießen wahrscheinlich noch die wollige Wärme. Und ja, so machen wir zum Frühstück. Es gibt Kekse, es gibt Alkohol, es gibt Kuchen und es gibt Tee und es gibt so Riegel, glaube ich. Ich sehe da was, was mir gefallen würde. Was? Was kostet denn die Flasche da? Hier? Ja? 5 €. Oh Gott, das dauert so lange. Mama. Ich bin verdurstet. Mama hat Muskelkater. La, 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 aber wie? La, la. Das ist überhaupt nicht. Heute können wir mal lachen. La, 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 la. Ja, wir können lachen. Ja, hier ist der Packesel, Pony. Aber ich kann es nur noch den Tefe tragen, sagt die Mausi immer, wenn es nicht mehr geht beim Tefe. Klar, und zur Not nehme ich auch noch Mausi. Falls ich habe aber auch 20 Kilo auf dem Rücken. 20 Kilo, klar. Ich bin auf Kinderfroh und erwachsene ebenso.